Ich habe gedacht, als ich jetzt im März 77 wurde, ich müsste allmählich mal dran denken, mir selbst ein Denkmal zu setzen. Und seit Jahrzehnten belämmere ich alle, ich soll endlich mein Leben aufschreiben. Und für eine Autobiografie hatte ich überhaupt keine Lust. Einfach ein Roman wäre mir auch zu einfach. Da habe ich eine Stilmischung erfunden, wo alle gesagt haben, das geht nicht. Entweder ein Roman oder eine Autobiografie. Ich habe gesagt, ich werde es euch beweisen. Und habe dann eine Mischform erfunden, die eben alle Elemente enthält, autobiografischer Art. Und es sind Tagebücher drin, Tagebücher eigene von Fremden, von erfundenen Leuten, je nachdem, wie ich es brauchte. Und das Problem bei so einem Buch über sich selbst, das ja letzten Endes doch ist, muss man aufpassen, dass man niemand auf die Füße tritt, sich keine schweren Klagen einhandelt. Ein paar Klagen sind ganz hübsch, steigern den Umsatz, aber nicht die großen, gewaltigen, wo man so das halbe Buch nachher schwärzen muss. Und so habe ich dann das in anderthalb Jahren durchgezogen und bin dann hier gelandet. Nächste Frage.